Vlog. Musik und Gelaber ohne Drama. Moin zusammen. Darf ich euch kurz fragen, was ihr heute eigentlich auf dem Straßenfest macht? Ja, wir sind vom Solidaritätsnetzwerk. Wir sind im Stadtteil verankert und machen hier auch teilweise immer Kundgebungen einmal im Monat auf dem Lindenauer Markt, um Leute anzusprechen, um mit den Leuten Interviews zu führen, was sie gerade beschäftigt, ob sie Probleme mit dem Jobcenter haben oder ob sie Probleme mit ihrem Chef haben, mit ihren Vermieter und so weiter, und versuchen dann gemeinsam mit den Leuten eine Lösung zu finden, politischen Druck aufzubauen, vor den Zentralen der Chefs und der Vermieter beispielsweise, um halt zu zeigen, dass die Leute im Kapitalismus selber, wo sie ja so krass von Vereinsamung und so weiter betroffen sind, dann eben doch halt mitbekommen, dass man sich gemeinsam sich eben wehren kann in dieser Gesellschaft und wir das eben auch müssen. Gleichzeitig verteilen wir hier noch die Perspektive, das ist so unsere Lieblingszeitung, wo wir auch teilweise dann eben, wenn wir Leute auf der Straße treffen, die solche Probleme haben, ein Interview hier machen können und somit eben noch mehr politischen und öffentlichen Druck aufbauen können. Und ja, wir versuchen hier gerade die Leute anzusprechen, merken, die Stimmung ist toll, unsere Stimmung ist toll, hier gibt es noch Kaffee und Tee. Genau, ich hoffe, ein paar Leute kommen auch nächstes Jahr noch und dass sich dieses Fest hier etabliert, hat sich ja sowieso schon gezeigt, ist ja das 11. Mal. Ja. Genau. Gerade nach der langen Pause, jetzt ist jetzt mal wieder richtig das Feeling da, oder? Ja, genau, hat man mal wieder richtig Bock auf der Straße zu sein. Ich meine, Corona hat uns damals auch schon nicht abgeschreckt, aber natürlich, wenn man sowas hier organisiert, wo viele Leute auf einen Haufen sind, da muss man sich natürlich Gedanken machen, und ich finde es klasse, dass jetzt auch noch das Wetter mitspielt und ja, hier einfach das so läuft, wie es ist. Und vielen, vielen Dank an die Organisatorinnen auf jeden Fall, die im Hintergrund da ganz schön viel aufgebaut haben und ganz schön viel gewuppt haben, ja. Ich danke dir. Woher seid ihr denn? Das ist Guerilla-Taktik. Wir machen einen Sommervlog über Leipzig. Ah, okay. Und haben gesagt, wir müssen heute unbedingt das Straßenfest mitnehmen, weil es viel zu wenig Abdeckung von den kleinen Sachen gibt. Ja. Das Ganze landet dann irgendwie auf YouTube. Unter Lazy Llama. Lazy Llama. Lazy Llama. So, okay. Wir gehen jetzt gleich mal ins Barbar. Ein Laden, den es auch schon seit einigen Jahren auf der Straße hier gibt. Und quatschen mal mit den Leuten. So. Ah, ich erinnere mich noch, ich bin hier mal reingekommen und habe einen sehr, sehr guten Schnaps gekriegt. Aber ja, nur ein bisschen. Mein Lieber, erzähl doch mal, wer bist du und was machst du hier eigentlich? Ja, ich bin Misha und ich quatsche viel. Ich bin guter Barkeeper und ja, wir sind hier Baba, wir machen alles vegan und ja. Und was noch, Bala, was möchtest du noch dazu sagen? Wir haben gutes Essen. Wir haben gutes Essen, ja. Und wir mögen keine Kunden oder Kundinnen, wir mögen Gäste, weißt du? Ja, das ist das, ja. Wie lange habt ihr den Laden jetzt hier schon? 3 Jahre. Also ein Jahr war in Ordnung, dann 2 Jahre in Corona und wir haben überlebt und ja, und wir sind da. Also wir lassen euch nicht so einfach hier irgendwelche Starbucks reinmachen. Wir werden auch nicht mehr los. Wichtige Frage noch, wie empfindest du das Straßenfest? Was findest du daran wichtig? Naja, dass wir alle hier schon, wie auch immer, sich noch krasser vernetzen können. Ja, das ist auch das Schöne. Ja, dass, wie gesagt, hier gibt es Haufen von Projekten, Haufen von guten Läden, welche machen schon, ja, die prägen den ganzen Kiez. Ja, und das sollte auch in die Richtung gehen. Wenn das sollte irgendwie überhaupt notifiziert werden, dann durch uns auf unsere Regeln. Ja. Also das Connecten untereinander im Kiez ist einfach essentiell, oder? Auf jeden Fall, ja. Und einfach die Menschen, welche sind hier oder kommen hier neu, weißt du, diese gute Gefühl geben, dass ja, hier ist was anderes wie nur Blink Blink. Ja. Ihr habt es gehört. Connection ist alles. Ich hab noch Spätschicht. Ich arbeite heute morgen bis morgen früh um 6. Ja, nicht auf einmal. Ja, genießen. Erstmal nur Kosten. Ist sicher, ja? Bin ich sicher. Rosi? So ein lecker Zeug, das ist echt. Auf dich? Ja. Ja, das muss pur. Ja, das meine ich. Ja, und das auf einmal, das kann man auf Eis kippen. Ja. Das kannst du jetzt. Ah, ist richtig gut, ey. Richtig gut. Ich warte. Zweimal Eis. Ja, okay. Aber Kunst ist überall zu finden. Ich bin mir auch nicht sicher, ob er überhaupt irgendwas sieht.
Manche Dinge sind einfach faszinierend, sie nur anzusehen. Ja, ja. Aber es passiert gerade Performance-Kunst. Ich bin mir nicht mal sicher, welches Geschlecht das Wesen da hinter mir hat. Nee, lang. Wir sind gerade im Pastellcafé. Sag mal bitte kurz, weil uns ist die Performance Art bei euch im Schaufenster aufgefallen. Was hat es damit auf sich? Ich weiß gar nicht, wie die da hingekommen ist. Auf jeden Fall, ja, das ist Cherry Wood. Und hier ist ein Artist. Und maybe he can tell about what he do himself. Can you talk? I wasn't sure. Can you speak? I know it. when he's finished with the performance, maybe? Yeah. Okay, okay. Ja, aber einfach, er macht auch Fotografie, wie man hier sehen kann. Okay. Genau. Ist hier in Residence in Leipzig bis Mitte Mai. Ja. Und ein cooler Typ beim Cappuccino trinken kennengelernt. Ja, 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 genau. Und euer Laden, ihr seid ja jetzt auch schon ein paar Jahre hier in der Georg-Schwarz-Straße angesiedelt. Wie lange? 2019. Ja. Wie empfindet ihr das Straßenfest? Wie essentiell ist das für euch? Also es ist jetzt mein zweites und das erste war hier noch Baustelle. Da konnten die Kinder noch die Wände bemalen und alles drum und dran. Wir haben den kompletten Laden neu ausgebaut und so weiter. Und dann hat es ja leider nicht mehr stattfinden können. Ja, und jetzt ist das erste. Und ich habe Gänsehaut, weil es so schön ist. Ja, ja, es ist einfach geil. Und ja, hoffentlich können wir heute Abend uns irgendwann noch ein bisschen treiben lassen hier. Und ich denke, es geht jetzt erstmal noch so richtig los. Ja. Wunderbar, oder? Ich weiß noch, vor 3 Jahren, die Straße war voll und die Straßenbahn hat gebimmelt und dann, oh, war richtig. Und so soll es heute auch werden. Richtig so, richtig so. Oder? Ich freue mich drauf, ey. Ja. Deswegen, Pastellcafé, wenn ihr Durst auf Kaffee habt, kommt vorbei. Und Pastel de Nata. Oh, Pastel de Nata, natürlich. Oh. Ja, ich weiß nicht, haben wir Hunger? Nee. Zwei. Es geht hier nicht um Hunger. Es geht hier nicht um Hunger. Das sieht aber auch gut aus. Bitteschön. Danke, danke. Eine für dich. Servus, servus. Gutze. Ja, Leute. Das Schöne ist ja an diesem Georg-Schwarz-Fest, die Bewohner kommen auch zusammen. Und wir überfallen jetzt meinen Mitbewohner. So, gucke mal an. Hallo, schöner Mann. Hallo, was machst du denn hier? Mein guter Mitbewohner, wir machen einen kleinen Vlog über das Georg-Schwarz-Straßenfest. Oh nein! Magst du mir kurz erzählen, was du hier heute machst? Wir machen Dosenwerfen. Gegen Dinge, die wir nicht mögen. Oh, das heißt mit politischem... Nicht schlecht, nicht schlecht. Das heißt, hier mit politischem Statement für die Kinder sogar noch.
Ja, also Kinder zieht das natürlich an, aber die Zielgruppe ist vielleicht nicht direkt die Kinder. Ah, alles klar. Also ihr seht, wir alle beteiligen uns und haben Spaß. Oder, Jonas? Würdest du doch auch sagen, oder? Klar. Außer wenn man hier heimlich gefilmt wird. Also ehrlich. Ich dachte, du kennst mich, das geht klar. Na klar. Okay, dann noch viel Spaß noch. Wir sehen uns zu Hause. Euch auch. Bis dann. Schöne Spaß, dass ich hier war und danke, dass ihr alle da seid. Genau. So Leute, das war das 11. Georg-Schwarz-Straßenfest auf der Georg-Schwarz-Straße in Lindenau. Ich kann euch nur eins sagen, lauft mit einer Kamera und einem Mikrofon rum und ihr kriegt haufenweise Zeug geschenkt. War geil, ich freue mich auf nächstes Jahr. Macht's gut.